Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 9 News Update. Obwohl, das Season 9 sollte man besser streichen, denn in Season 9 wird das, was ich jetzt erzähle, definitiv noch nicht kommen. Es geht um das Next Gen Update, sprich 120 FPS, hoffentlich PS5 Version, Xbox Series X Version. Schreibt es gleich mal in die Kommentare. Wartet ihr schon lange sehnsüchtig? Habt ihr überhaupt eine Konsole für die Next Gen Version abbekommen? Ja, nein, vielleicht. Beziehungsweise seid ihr eher der Meinung, es hat noch Zeit? Respawn bzw. Apex hat noch eine Menge andere Baustellen, bevor so ein Update kommt. Das Next Gen Update soll dieses Jahr kommen. Ich habe keine offiziellen Informationen in den letzten vielen Monaten darüber gelesen. Scheinbar habe ich die mal verpasst. Ich werde es euch mal einblenden auf Twitter in den Apex Legends News. Schreiben Sie selber, Sie bekommen noch eine Menge Fragen. Geplant soll das Next Gen Update für dieses Jahr sein. Höhere FPS ist Priorität und das Ziel soll es sein, das habe ich alles schon mal erzählt, nur war da der Zeitraum bzw. das Jahr noch unklar, und 120 FPS sollen das Ziel sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, muss man unbedingt auf eine neue Season warten mit einem riesen Update, um das Next Gen Update zu bekommen? Sollte das so sein, dann können wir entweder hoffen, dass es im August zur Season 10 soweit ist oder eben im November zur Season 11. Ich gehe jedoch davon aus, dass man nicht unbedingt eine neue Season braucht, um so ein Next Gen Update rauszuhauen. Vor allem könnte ich mir vorstellen, wenn es mit einer neuen Season kommt und wir ein Next Gen Update bekommen, dass es vielleicht nur wieder mehr Probleme mit sich bringen könnte. Ich gehe jedoch tatsächlich felsenfest davon aus, dass es leider mit einer neuen Season kommt, vielleicht auch mitten in einem Split. Lasst mich auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Next Gen Update haltet. Ich für mich, meine ehrliche Meinung, ich freue mich auf die Next Gen Version, aber mir ist es wichtiger, dass das Spiel stabiler läuft, wir keine Probleme haben. Aktuell ist es immer noch so, dass wenn wir teilweise mit Randoms spielen, dass das Squad nicht aufgefüllt wird, die Server Soundprobleme und so weiter und so fort. Alles nichts, was ich jetzt negativ reden möchte. Dazu soll das Video nicht gut sein. Aber ich gehe davon aus, dass einfach diese Baustellen Priorität haben sollten, bevor es ein Next Gen Update geben sollte. Meine persönliche Meinung, haut es in die Kommentare. Das soll es von mir schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, und vor allen Dingen lasst dem Video einen Daumen da. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, solltet ihr schon länger dabei sein, habt noch nicht abonniert, holt das gerne nach. Würde ich mich sehr drüber freuen. Das war's.